Moin Freunde und herzlich willkommen zum 12. Spieltag der deutschen Eishockey Liga. Heute die Grizzly Adams Wolfsburg gegen die Iserlohn Roosters. Und ein Blick auf die Tabelle verrät, der Vierte empfängt den Elften aus Iserlohn und Adler. Die sind weiterhin oben, punktgleich mit den Augsburger Panthern. Bei uns haben sie nämlich 2-1 nach Shootout verloren gegen die DEG, die weiter nach oben kraxelt auf Rang 8. Krefeld auf Rang 10 durch die Niederlage 2-3 bei den Schwenninger Wild Wings. Die sind jetzt an uns vorbei, also Köln ist auch auf dem 12. Das ist eine ganz interessante Saison. Und wir dürfen gespannt sein, wie die Saison noch weitergeht. Krefeld aktuell gerade noch so in den Pre-Playoffs gegen den ERC Ingolstadt aktuell, aber da kann sich noch vieles tun. Heute schauen wir erstmal, was Iserlohn gegen die Wolfsburg macht oder Wolfsburg gegen Iserlohn. Das kann man sehen, wie man will, je nachdem, was für eine Mannschaft man unterstützt. Erstes Bulli steht kurz bevor. Der Referee wirft jetzt ein Bulli-Gewinn von Iserlohn. Raymond, los geht die Partie heute am Sonntag. Nächste Woche Freitag kommt ja dann wieder eine. Es ist ganz cool, also mir macht es unheimlich Spaß, muss ich wirklich sagen, diese DEL zu kommentieren. Das ist echt interessant, auch mit der Tabelle. Schade, dass es natürlich keine Liga gibt, würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Aber das macht nichts. 2+2 Minuten gegen Sebastian Furchner. 4 Minuten Powerplay gleich für die Gäste aus Iserlohn. Hoher Stock hat wahrscheinlich noch den Spieler getroffen. Deshalb die 2+2 Minuten gegen Sebastian Furchner. Jetzt natürlich die Riesenchance für Iserlohn, gleich zu Beginn ihr Spiel aufzuzwängen. Möchte man jetzt ein Powerplay-Tor erzielen, werden nur 2 Minuten gestrichen. Das heißt, die anderen 2 Minuten würden dann theoretisch noch laufen. Aber sehr, sehr verwirrend hier. Piszczek, das ist Fußballspieler. Boah, Didi Czyski, Nachschuss, Polacek, 1-0 Wolfsburg. Unterzahl, Tor für die Grizzly Adams. Klasse gemacht, keine Chance für Henning Schroth. Und so stellt man sich das hier doch vor, Alexander Polacek. Wahnsinn, da bringt einfach mal die Scheibe hier vors Tor und dann steht er goldrichtig. Und Schroth versucht noch an die Scheibe zu kommen, aber kein Problem für Polacek. Der muss nur einschieben. Bitter natürlich für Iserlohn, die hier dachten, wow, 4 Minuten Überzahl, da kann man was machen. Und stattdessen muss man hier erstmal den Rückstand hinnehmen in Unterzahl. 52 Sekunden Unterzahlspiel vorbei. Gibt natürlich jetzt bestimmt Auftrieb bei den Grizzly Adams. Polacek auf Brocklehorst. Kohl geblockt vom eigenen Mann, Rosa. Aber wer bestimmt hier das Spiel? Wolfsburg bestimmt mit einem Mann weniger die Partie. Iserlohn kaum aus dem eigenen Drittel rauszukriegen. Nächste Schusschance und Schroth. Wahnsinniges Pressing der Grizzly Adams, die hier den Iserlohn Roosters Einhalt gebieten, wo es nur geht. Krasse Anfangsphase. Können Wolfsburg dieses Tempo hochhalten? Das ist schwierig. Wenn da nachher nicht die Kräfte nicht mehr mitmachen. Aber bislang macht Wolfsburg hier wirklich ein absolut geniales Spiel. Didi Czuski. Sehr schön auf Likens. Palin, jetzt der Fehler. Aber man sieht, die ersten 2 Minuten sind schon vorbei. Und Iserlohn bislang nicht ein einziges Mal vom Tor. Jetzt die Befreiung. Wolfsburg spielt das bombenmäßig runter. Anders ist das wirklich nicht zu sagen. Maciek, jetzt vielleicht mal die erste Chance für die Roosters. Der versucht es einfach und der Schuss fliegt vorbei. Boah, Fehler. Foster, der steht da, aber kriegt die Scheibe nicht genug unter Kontrolle. Wolfsburg weiterhin effektives Unterzahlspiel. Nur noch 1 Minute. Iserlohn wirkt etwas beeindruckt von dem Auftreten der selbstbewussten Grizzly Adams. Vorsichtig, aber das ist natürlich hier kein Problem für Wolfsburgs Torhüter. Sertig, halbe Minute noch, aber auch hier keine Anspielstation. Iserlohn tut sich wirklich schwer in dieser Anfangsphase, überhaupt ins Spiel zu kommen gegen Wolfsburg. Wirken sehr, sehr geschockt durch den ersten Gegentreffer. York auf Wolf, der hat die Chance, Kohl. 13,5 Minuten noch, Wolfsburg wieder komplett. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie sich beim 5 gegen 5 anstellen.
Da müsste Wolfsburg doch eigentlich explodieren vor Offensivkraft. Wenn man in Unterzahl schon so zielstrebig ist, wie wird das dann erst mit 5 gegen 5? Sehr schön rübergespielt auf Kohl. Der wird gecheckt von Wolf und York. Frosch mit der Chance. Viel Pass. 9,5 Minuten noch. Schrot. Die Scheibe vorsorglich raus. Powerplay Wolfsburg. Spielverzögerung gegen Iserlohns Torhüter. Bitter. Jetzt hat man sogar noch einen Spieler weniger als Wolfsburg. Wir dürfen gespannt sein. Was kann Wolfsburg mit einem Mann mehr machen? Da müsste es doch umso besser laufen. Aber erstmal die Befreiung für Iserlohn. Palin. Sie müssen nur schnell die Aufstellung. Haskins und Schrot. Sie müssen nur schnell die Aufstellung finden, Wolfsburg, und dann die Scheibe gut hin und her laufen lassen. Dann könnte das hier schnell zum 2:0 führen und die Roosters komplett aus dem Konzept bringen. Befreiungsschlag misslingt. Maciek kann die Scheibe behalten. Jetzt vielleicht die Unterzahlchance für Iserlohn, aber er dreht ab. Für einen Reihenwechsel bei den Gästen. Boah, was für ein fataler Pass. Aber doch noch alles gut gegangen. Aubin. Schrot verpasst. Rosa kommt dran. Sehr schön. Furchtner, Pfosten. Dicke Möglichkeit für die Grizzlies. Zum 2:0. Sebastian Vogel. Spielt die Scheibe ebenfalls übers Netz, aber hier gibt es jetzt keine Strafe. Was ist das für ein komisches Ding? Harter Check von Brennan gegen Aubin. Und der tat weh, natürlich tat der weh. Na, keiner da, der die Scheibe annimmt, also beide Teams tun sich in Überzahlspiel deutlich schwerer als Wolfsburg jetzt zum Beispiel in Unterzahl. Letzten paar Sekunden vielleicht doch noch. Furchtner ja mit der einzigen Großchance. Kohl rüber auf Haskins. Iserlohn wieder zu 5 für die letzten 6,5 Minuten. In diesem ersten Durchgang kaum nennenswerte Chancen für die Roosters. Trotz einer 4-minütigen Überzahlsituation. Kahle, Ohrendorz, Sertich. Jetzt vielleicht Maciek. Nochmal die Chance für Kalle. Scheitert an Sebastian Vogel. Haskins. Redeke auf Hommel. Sehr schöner Check. Wurm. 2 Minuten noch. Haskins. Aubin. Likens. Schlussphase vielleicht jetzt in Händen der Grizzlies. Aber Fisch aber... Pass gut auf und doch nochmal die Chance für die Roosters. Vielleicht die Chance noch zum Ausgleich am Ende dieses ersten Drittels. Fischhaber, Kopitz! Schöner Schuss, knapp am Tor vorbei. Normilli auf Rosa. Und das wird nichts mehr. 1:0 für die Grizzly Adams nach den ersten 20 Minuten. Krasser Auftakt, den die Grizzly Adams hier aufs Eis gezaubert haben. Und auch den Führungstreffer erzielt in einer Unterzahlsituation, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. 40 Minuten stehen noch vor uns. Ich bin wirklich gespannt. Geht die Partie so eindrucksvoll weiter wie in diesem ersten Drittel? Das wäre schon richtig, richtig krass. Bulli gewinnen, Wolfsburg, Haskins, sehr schön auf Pauline, Aubin. Zweites Drittel ist eröffnet, Haskins versucht es gleich, aber Raymond blockt. Boah, bleibt da dran, aber wieder Powerplay für Iserlohn, wieder so eine frühe Strafe gegen den Kapitän der Grizzly Adams. Und erneut die Chance für die Iserlohn Roosters.
zum Anschlusstor zu kommen, beziehungsweise zum Ausgleichstor. Diesmal allerdings nur 2 Minuten Überzahl. Oder vielleicht sogar die Chance für die Grizzly Adams, hier in Unterzahl das nächste Tor zu erzielen. Sertich Matschek, Ausgleich! Diesmal ging alles ganz schnell, Ausgleich Iserlohn, 1-1 in Überzahl. Brooks Matschek, eiskalt. Doppelter Pass rüber, keine Chance für Vogel. Und Iserlohn ist zurück. Durch ein schnelles Powerplay-Tor anfangs des zweiten Drittels. Tyson Mulock, rechter Flügel bei den Iserlohn Roosters. Dina auf Cicicki, schwerer Name. Oh, sehr schön von Bassen aufgepasst. Oder Bassen heißt er ja, Chad Bassen, cool. Oh, Brennan, pass auf in der Verteidigung. Querpass wäre gefährlich geworden für den Keeper der Roosters. Sertich, Rädecke. Was macht Iserlohn jetzt? Sind sie aufgewacht durch diesen Ausgleichstreffer? Sertich, Gödel. Sertich, der war gefährlich. Iserlohn wird immer offensiver. Mulock, da ist es! 2-1, Iserlohn! Spiel gedreht! Wahnsinn! Wahnsinn! Brent Redeke, Tyson Mulock und Brad Raymond oder Brent Raymond oder Brooke Raymond oder keine Ahnung wie er heißt. Wieder die Fanganzeige von Sebastian Vogel. Ausgleich und jetzt der Führungstreffer für die Gäste aus Iserlohn. Das ist natürlich bitter für die Grizzlies, die stark begonnen haben und jetzt drohen abzuschwächeln. Es steht nur 1-2, das ist im Eishockey kein Problem. Aber wenn man 1-0 führt und dann relativ schnell das 1-1 und 1-2 kriegt, dann kann das wirklich Auswirkungen haben. Furchner. Giuliano fängt ab. Matschek. Iserlohn wirkt jetzt wie entfesselt. Frosch. Nächste Chance für die Roosters. Raymond auf Jarris. Frosch, 3-1, was ist das denn? Nächster Treffer Iserlohn, nächster Geniestreich. Was für ein zweites Drittel, was für ein zweites Drittel für die Mannschaft vom Seilersee. Wahnsinn! Wolfsburg droht zu zerfallen. Ist das bitter aus Wolfsburger Sicht? Dusan Frosch, ehemaliger Spieler der Wölfe Freiburg, jetzt der EHC Freiburg. Und jetzt ist Iserlohn hier am Drücker. Absolutes Übergewicht. Sie lassen Grizzly Adams gar nicht mehr raus. Ohrendorz, nächste Chance. Kopitz, schön wie die Scheibe läuft. Das machen sie ganz einfach. Sogar verzögerte Strafe gegen Wolfsburg. Wolf! Foster, Strafe immer noch angezeigt. York scheitert nur knapp. Nächstes Überzahlspiel für die Gäste. Und das kann hier wirklich der Genickbruch für die Crusader bis Wolfsburg werden. Ehe man sich versieht, kann das hier sehr, sehr gefährlich werden. Dieser Check gegen Christoph Höhlenleitner, der gepfiffen wurde. Wahnsinniges zweites Drittel aus Sicht der Roosters. Cheers auf Brennan. So einfach ist es, sich zu befreien. Fährt doch nochmal hinten durch. Neuaufbau. Jetzt geht's nach vorne für Iserlohn über Foster. Viel Platz auf der linken Seite. Viel Platz auf der linken Seite. Und dann schließt er direkt ab. Aber dieses Mal Vogel ist da. Rosa, kleines Missverständnis. Chance für Wolfsburg, aber aufgepasst. Cicicki und Schroth. Henning Schroth. 40 Sekunden noch Überzahl für die Roosters. Jetzt kann es gefährlich werden.
aber Iserlohn geht hier kein unnötiges Risiko ein. Lieber die Defensive etwas decken, auch in Überzahl keine Lücke klaffen lassen in der Verteidigung. Wolfsburg jetzt wieder komplett. 5 Minuten noch in diesem zweiten Durchgang, der absolut dominiert wurde seitens der Iserlohn Roosters. Aus einem 0:1 konnte man hier ein 3:1 machen. Bitter für die Grizzlies. Frosch, Iserlohn weiter im Vorwärtsgang. Oh, Likens kann da dazwischen, Muster dazwischen. Haskins. Nächste Chance. Grizzly Adams, da ist er auf einmal frei. Likens, Schuss von der Blauen. Nicht ungefährlich, letzte Minute läuft. Und York, die letzten 10 Sekunden, Kalle auf Hommel. Aber hier wird es, glaube ich, kein Tor mehr geben, wenn überhaupt noch ein Icing. So ist es. 5,3 Sekunden noch. Die Chance für Iserlohn zum 4:1. Und dann wird es schwer für die Gastgeber aus Wolfsburg. Sollte hier ein erneuter Treffer stattfinden für Iserlohn, dann wird es richtig, richtig schwer für die Grizzly Adams Wolfsburg. Boah, da nochmal die Chance. Und da war sie fast. Die gefürchtete 4:1-Führung. Aber Vogel hält die Grizzly Adams noch am seidenen Faden. Zeit ist eigentlich schon abgelaufen, nur noch ein paar Millisekunden. 3:1 also für die Gäste nach 40 Minuten. Kann Wolfsburg das im dritten Drittel noch ändern? Oder sind sie hier unweigerlich durch dieses verschlafene zweite Drittel zum Niederlagen, zum Verlieren verdammt? Das erfahren wir in den letzten 20 Minuten gleich hier bei Bloody LP. 8:12 Schüsse, mächtig aufgedreht, die Roosters. Nach dem so fatalen Start, 4 Minuten Überzahl, 1:0 hinten. Das will man und das muss man besser machen, hat man sich gesagt. Und genauso kam es. 3:1 Führung. Man hat hier wirklich eine komfortable Führung, die man jetzt über die Zeit retten kann. Mit einem 4:1 würde man dem Ganzen sicher nicht noch etwas mehr Sicherheit geben. Aber wir warten ab. York! Sie geben nicht auf, sie machen weiter. Die Roosters wollen sich nicht mit dem 3:1 zufrieden geben. Man ackert weiterhin. Schroth bringt die Scheibe erstmal aus der Gefahrenzone. Diesmal sehr gut gemacht. Und dann sind sie auf einmal wieder drüben über Forster. Oh, schade. Nächste Chance. Forster. York! Meine Herren! Iserlohn drückt weiter auf die Offensivtube. Fuchner mit dem Fehler. Furchtbar ist das. Forster. Rechts geht Kohl. Den kann er nicht anspielen. Aubert hat aufgepasst, aber Vorsicht. Forster holt sich das Ding und Vogel. Viel, viel Verwirrung vom Tor der Grizzly Adams. Die sich hier nicht unbedingt in die Herzen der Zuschauer spielen. Alles andere als erfolgreich, was man hier heute zeigt. Und man hat so gut begonnen in Unterzahl mit dem 1:0. Und dann kam aber die Zeit der Gäste, die bewiesen haben, dass ein 1:0 im Eishockey überhaupt kein Ergebnis ist. Selbst das 3:1 ist noch gut wettzumachen in den letzten Minuten. 12 an der Zahl. Jetzt vielleicht über Bina, Kohl. Der probiert's, aber am Tor vorbei. Hälfte des dritten Drittels ist jeden Moment vorbei. Iserlohn kommt. Frosch verpendelt die Scheibe. Aber wie gesagt, man muss vorne nicht mehr allzu viel machen. Man muss nur gucken, dass man hinten die Wolfsburger auf Distanz hält. Nicht mehr viele Schüsse zulässt. Die Dzudzki, Kohl, das gibt's nicht. Wenn es auch schon schlecht läuft, dann ist auch noch Pech dabei. Übel aus Sicht der Wolfsburger. Schade. Kopitz hält die Scheibe drin. Kein Abseits. 7 Minuten noch.
Likens im Infight. Jetzt wird die Zeit allerdings etwas knapp. Man muss sich hier schon beeilen jetzt. Man muss offensiv agieren. Mulock. Redeke. Sehr schön. Nächste Chance. Aber geblockt vom Verteidiger. Abseits Wolfsburg. Es sieht so aus, als könnte Iserlohn durch ein starkes zweites Drittel diesen Sieg aus Wolfsburg entführen. Und wäre der drin gewesen, dann wäre es hier nochmal spannend geworden. Mit einem 3:1, 4,5 Minuten Verschluss läuft man überhaupt keine Gefahr aus Seiten der Roosters. Und jetzt hat man natürlich die Zeit, ganz genau drüber nachzudenken. Wie baue ich auf? Und dann gibt es nochmal die Strafe. Das dürfte das endgültige Aus für die Grizzly Adams sein. Es sei denn, man trifft wieder in Unterzahl. Bitter ist es natürlich für die Wolfsburger hier, Haskins. Ach, das war gemeint, Behinderung wahrscheinlich. So ist es gegen Tyler Haskins. Ja, da fehlt es auch an Disziplin. Darf man sich nicht verleiten lassen. Und schon gar nicht zu der Zeit und schon gar nicht bei diesem Spielstand. Jetzt spielt also die Zeit mit den Roosters. Göttel auf Kohl, Fehlpass, Furchner. Vielleicht doch nochmal ein Unterzahl auf Bäume der Wolfsburger. Oh. Wolf auf York. Frosch, viel Platz jetzt in der Defensivzone der Grizzly Adams. Göttel, Hälfte Überzahl vorbei. Schrot. Lässt die Scheibe liegen. Man hat die Zeit. Man braucht hier nicht unbedingt ein Powerplay-Tor. Und das war nix. Raymond sichert die Scheibe für Iserlohn. Halbe Minute noch Überzahlspiel. Und dann hat man etwas weniger als 2 Minuten noch Zeit. Aber Joch und Vogel. Den habe ich schon drin gesehen. Den habe ich schon drin gesehen. Aber denkste. Vogel war schon unterwegs in die andere Ecke. Aber das dürfte reichen auf Iserlohner Seite. 2 Minuten noch. Maciek. Sertig mit der Rückhand und wieder ist es Vogel. 9 Sekunden Überzahlspiel noch. Viele, viele Unterbrechungen jetzt, die das Spiel am Ende in die Länge ziehen. Aber Wolfsburg kommt nicht mehr so richtig raus aus der eigenen Zone. Und genau das muss man. Man braucht hier nämlich 2 Tore. Um zumindest in die Overtime gehen zu können. Fertig, nächste Chance. Wolfsburg kommt nicht raus. Jetzt wieder zu 5. Jetzt vielleicht nochmal die Chance über Haskins. Wieder dabei. Reihenwechsel bei den Grizzly Adams. Haskins auf Pauline. Bersen, kein Abseits. Haskins rüber auf Danner. Leeres Tor bei den Grizzly Adams. Jarris auf Sertich. Der hat die Chance. Der kann hier das alles entscheidende 4:1 machen. Foster, zieht daneben. Brocklehurst, 42 Sekunden noch. Wolfsburg geht alles. Oder nichts. Beim Poker wird man sagen, all in. Foster auf Wolf, der macht jetzt. Wolf auch nicht. Was ist das hier für eine Ziellosigkeit, die man an den Tag legt? Man hätte es schon längst sicher machen können, aber jetzt ist es ist vorbei. Wolfsburg wird das nicht mehr schaffen. Man muss jetzt treffen und dann wird die Zeit sehr, sehr knapp. Ober, zu einfach. 13 Sekunden noch, Furchner, selbst wenn jetzt hier noch der Anschlusstreffer fallen sollte. Das wird man nicht mehr stemmen können. Noch ein Millimeter, ist er doch! Was für ein Tändeln des Pucks! Wolfsburg verkürzt auf 2:3, 6,4 Sekunden vor Schluss. Aber das wird eng. Das wird richtig, richtig eng. Milli, der schießt irgendwie, wird die Scheibe abgefälscht. Unhaltbar für Henning Schroth. Da fliegt die Scheibe.
oder sie eiert, das ist der bessere Ausdruck, sie eiert hinters Tor, aber 6 Sekunden reicht das noch. Sollte Wolfsburg hier ausgleichen, das wäre phänomenal. Das wäre wirklich phänomenal. Aber das war's. Wolfsburg unterliegt zu Hause den Iserlohn Roosters mit 2:3. Iserlohn kann die Punkte gebrauchen. Und wir sind gespannt, wie es im nächsten Spieltag mit der Tabelle aussieht. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.